Ohmchen, wir haben Wolf vor der Hütten. Ich schlaf mal. Nein, ich schlaf nicht. Ich will nichts trinken. Ich guck mal eben, was ich das noch so machen kann. Wills Mütze und diese abgenutzte Wollmütze. Ich guck mal eben, wenn ich hier, den kann ich immer auseinandernehmen. Nehmen lieber ein bisschen, wir nehmen wieder ein bisschen auseinander. So. Den Schal nehmen wir auch auseinander. So, und den hier reparieren wir einfach mal. Guck mal, was die Mütze hier bringt, diese schicke. Die bringt. Ja, die ist besser, ne? Und die ist noch viel besser als dieser Schal. Cool. Cool, cool, cool. Da haben wir jetzt zwei Mützen. Und hier sind wir bei 100%, 99, 100. Handschuhe, hier haben wir wieder Lederhandschuhe, die können wir natürlich wieder schön zerlegen. I'm gonna need to rest soon. Ja, 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 das können wir ja gleich machen. Noch ein paar olle Schuhe. Auch zerlegen. So, wir haben 3 Zimmer Stoff. Was haben wir hier? Frische Rehhaut. Wo habe ich die denn her? Und ich habe eine Windjacke. Wills Mantel. Neuer, einfacher Parker. Gegen diese Windjacke, ne? Also wenn ich diese Windjacke jetzt mal eben repariere. So, dann will ich mal sehen, was die so bringt. Der bringt 2 Grad. Die hält dafür aber den Regen und den Wind ab. Und der bringt auch 2 Grad. Ah, Mist. Aber so eine Windjacke ist nicht... Die Windjacke sollte ich auf keinen Fall wegwerfen. Ich repariere die nochmal. Ja, die hält echt viel Wind ab. Die ist schon nicht schlecht, ne? Die ist schon nicht schlecht. Ich mach mal so. Der Parker ist genauso gut wie sein Mantel. Wir nehmen mal die 2 Sachen. So. Ich werde sie aber nicht wegwerfen. Und wir werden jetzt mal pennen. Was ist das denn hier? Warten. Achso, Karten spielen, dachte ich. So, dann müsste der Wolf jetzt weg sein. Der Wolf ist scheiße. Da draußen ist ein fucking Wolf. Hilf mir, alte Frau. Ja, was haben wir denn hier? Gegenstände geben, was haben wir denn? Verband. Ich kann dir den Stock geben. Hier. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Never thought I'd be dying from starvation.
Ach, halt's Maul. Was will er aus dem Kühlschrank nehmen? Gibt's ja nicht. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was hat denn viel? Frisches Müsli-Riegel. So ein gutes Trockenfleisch, komm. Muss ja was bringen. Gar nichts hat's gebracht. Ach komm, ey. Leck mich fett. Wir schlafen nur 3 Stunden. Es ist hell. Wir gehen raus. Wir dürfen uns noch nicht vom Wolf beißen lassen. Nimm die Fackel in die Hand. Da ist das Scheißvieh. Da mach. Hier war ich ja auch schon, ne? Mist. Es gibt hier nichts mehr zu fressen. Heißt, ich muss jetzt definitiv woanders suchen. Hier ist noch irgendein Haus. Ein Reh. Fleisch. Ja. Ich glaube, wir haben gleich genug Fleisch. Das Problem ist jetzt natürlich, dass auch der Wolf riecht. Ganz in der Nähe von diesem Kackwolf. Da hinten schleicht er rum. Ich mach mal, ich guck mal, was es hier gibt. Unterkühlungsleiden? Warum? Alter! Jetzt habe ich noch eine Platzwunde! Das kann aber nicht wahr sein! Warum habe ich. Ich hätte einfach reingehen sollen! Ach, leck mich doch! Lecco mio! So. Spitzenpfirsich, den nehme ich mir. Das nehme ich mir.
Geile Limo nehme ich mir. Nehme ich mir noch? Schimmliges Hundefutter. Geschmackloses Hundefutter nehme ich mir auch noch. Und dafür lege ich der Frau das da rein. Ja, wir haben die Mission geschafft. Kann ich nicht mehr rausnehmen. Okay. Aber wir haben diese olle Mission geschafft. Ich muss eben was essen. Und ich muss mal gucken, wie sieht es bei mir aus. Unterkühlung, ja gut, wir gehen einfach mal hier. Also Festländer, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Hast du die Tankstelle geplündert? Hast du alles mitgenommen? Ja. Ja. Ja, Mann. Ich fühle mich nicht wohl dabei, anderen etwas wegzunehmen, aber du brauchst es gerade dringender als ich. Darf ich nicht noch mehr Zeit was? Aber du brauchst es gerade dringender als ich. Du brauchst es dringender und ich darf nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ich muss meine Freundin finden. Der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr, Festländer? Vielleicht hast du ja das Zeug, diesen langen Winter zu überleben. So, you're all set for food and fuel. I'd like to hear what you know about my friend now. Friend? Yeah. She passed through. Some people heard her. In the storm. You already said that. Where did she go? She passed through town. Too many closed doors, broken houses. Nowhere to run, to hide. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Was? Was? So. Okay. Die Alte möchte sich ausruhen. Was soll ich denn jetzt machen in der Zeit? Ist es mitten am Tag? Das kann doch alles nicht angehen. I could use a drink. Ja, ich sauf auch gleich, alter Mann. Eins nach dem anderen. Mackenzie, reiß dich zusammen! So, wie schaut's denn hier aus? Das gibt nochmal 260. Machen wir mal. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir sind immer noch zu schwer, ist ja nicht zu fassen. Weil ich schon wieder über 2 Kilo an Holz mit mir rumschlepp. So, außerdem. Sehr viel Metallschrott. Hirschhäute, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Das ist kaputt, ja. Und man kann es nicht reparieren. Also schmeiße ich es weg. So, Antibiotika habe ich jetzt einiges. Kann ich ablegen. Den Schal kann ich auch ablegen. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Ich kann herstellen. So, ich kann Verbände herstellen. Mehr Verbände herstellen.
Wunderbündel kann ich herstellen. Noch mehr Zunderbündel kann ich herstellen. So. Nee, warte mal. Dose Kaffee. Kann ich mal garen. Kräutertee, müssen wir ein bisschen was hier uns bereit machen. Dann machen wir uns mal den Lackpoling. Gucken wir mal, den brauchen. Noch mehr Kaffee. Muss ich den Tee auch noch erhitzen? Hä? Was soll denn der was soll der Scheiß? Was habe ich jetzt noch an Wasser? Zwei Liter Wasser und eine Tasse Kaffee kann ich mal trinken. Immer lecker, immer gut. Okay, hier habe ich noch Zunderbündel. Ablegen. So, da habe ich noch Kohle. Ablegen. Ich muss ja gucken, dass ich irgendwie zurande komme mit meinem Gewicht. Das ist schon ein bisschen blöd. Wir haben hier. Eigentlich könnte ich auch das Benzin ablegen, theoretisch. Ich weiß nicht, wie voll ist die noch? Option. Auffüllen. So, jetzt ist die wieder voll. Das kann ich nicht irgendwie da mit reinpacken. Nee, ne? Geht natürlich nicht. Nö. Warum auch? So, kann ich irgendwas herstellen? Ach, guck mal. Kaninchenpelzfäustlinge. Getrockneten Darm. Woher soll ich denn jetzt einen getrockneten Darm. Muss zur Verwendung für Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen Luft getrocknet werden. Wie denn das? Hm. 1% getrocknet. Alles klar, dann lass ich den Darm hier mal liegen, ne? Kann ich jetzt mit der Dame wieder reden? Immer noch nicht. Ich kann mal 2 Stunden schlafen. So, sag mir was. You've come back. Yes. I'm still looking for my friend. Anything you can remember might help. They said there were bad men who came from the tunnel. Your friend, the woman, she must have passed through there. Tunnel?
The only way through the mountains. The only way she could have gone. Grandmother wants to know what happened in the night. I heard the angry voices, the angry wind, but the rest is a mystery. Go to the tunnel and tell me what you find. Alles klar. Dann gib mir doch deine Knarre. Es gibt da draußen viele Wölfe. Sobald die Leute weg sind, sind sie schon zur Stille. Hast du eine Idee, wie ich mich verteidigen könnte? Mein Gewehr bleibt schön bei mir. Es gibt aber vielleicht noch andere Methoden. Früher verjagten wir sie mit Feuer. Eine Fackel wäre die Lösung. Wir basteln sie immer aus Holzstücken und in einem in Petroleum getränkten Lappen. Ja, toll, das werde ich mir merken, danke. Schneestürme, du hast einen Sturm erwähnt. Ab und an rauschen die Schneestürme von den Bergen durch. Dann sitzen die Leute in ihren Häusern fest. Oder schlimmer. Schlimmer? Sie wandern ziellos den Kreis umher und sterben dann doch kurz vor ihrem Haus. Manchmal sogar direkt davor. Und sie sagen, die graue Mutter wäre blind. Ha! Ja, toll. Es ist schon eine Weile her, dass die graue Mutter jemanden bekochen durfte. Nimm dir etwas Suppe, bevor du gehst. Danke. Wo soll ich mir Suppe nehmen? Ach, hier. Cool. Cool. So, also, ich kriege hier nichts, ne? Gegenstände, ich kann dir einen Verband geben. So. Aber mehr auch nicht. Suppe habe ich mir genommen. Bastel mir nochmal eine Fackel. Der Tunnel. Wo finde ich den Tunnel? Sekunde mal. Habe ich hier noch irgendwas Kaputtes? Nee, scheinbar nicht. Eine Fackel basteln. Da fehlen mir jetzt Stöcker. 3 Stück. Na toll. Habe ich die nicht abgelegt? Hatte ich nicht irgendwo sowas abgelegt? Ist der Wolf jetzt vielleicht verreckt? Ich habe ihn noch mit der Axt gehauen. Magnesiumfackel ausgebrannt. Liegt da, oder? Nee. Schade. So, wo ist dieser Tunnel? Muss ich da jetzt an der Tankstelle vorbei? Ein Stock. Das ist die Brücke. Ach. Hier sind viele Wölfe. Guck mal einer an, das kenne ich doch. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem.
Der Wolf kommt. Fuck. Er soll mich mal in Ruhe lassen. Oh, what? Der kann mich doch nicht ewig jagen. Ich wollte eben mal einen kleinen Cut machen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal ins Haus und dann penne ich da und dann... Gehen wir dann... Ey, wie soll der verfolgen die einen so lange? Jetzt habe ich einen Stock. Und das war's. Kann ich aus dem Altholz einen Stock machen? Nö, ne? Ach ja. Na gut. Dann schlafen wir mal. 10 Stunden. Ja. Und ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen kleinen Cut und wir sehen uns nach dem Schnitt oder in der nächsten Folge. Wie immer. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es immer noch mitten in der Nacht. Ich trinke mal einen Kaffee. So. Eine hausgemachte Suppe futtern. Boah, 600 gibt die. Alles klar, dann schlafen wir noch mal 2 Stunden. Und dann muss ich, glaube ich, auch meinen Schlafsack mitnehmen. Wobei, ich kann den hier liegen lassen und kann den anderen nehmen, den ich da gefunden habe. Ich gehe jetzt zur Tanke. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen kleinen Cut und wir sehen uns dann, hoffe ich. Würde mich freuen. Bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss.